Im heutigen Video soll es mal um den Sicherheitscode gehen, den ihr bekommt bei EAFC, wenn ihr euch da einloggt. Und zwar beim ersten Einloggen kriegt ihr einen Sicherheitscode gesendet an die E-Mail, die ihr im Prinzip angegeben habt. Das heißt, ihr müsst gucken, ist das eure, zum Beispiel wenn ihr das über PS4 gemacht habt, ist das eure PS4-E-Mail oder bei der EA-App, über welche E-Mail habt ihr euch da bei der EA-App angemeldet. Dann müsst ihr in euer E-Mail-Postfach ganz normal einfach gehen. Zum Beispiel wenn ihr eine Gmail habt, gebt einfach Gmail ein, meldet euch da an. Oder wenn ihr eine Webmail habt, dann gebt ihr einfach web.de ein und dann kommt ihr da auch hin. Okay, was ihr dann machen müsst, ist einfach nur zu warten, bis dieser Code kommt. Guckt auch eventuell in den Spam-Ordner, da könnte der Sicherheitscode auch drin sein. Macht es am besten so, dass ihr alle E-Mails auf jeden Fall seht auf eurem Account. Und nicht wundern, wenn der Code nicht direkt kommt. Bei manchen dauert es auch ein paar Minuten. Bis zu 10 Minuten kann das Ganze auch dauern. Wenn ihr dann sonst noch Probleme habt, unbedingt den Support anschreiben. Aber ich denke mal, das sind so die häufigsten Fragen. Wo bleibt mein Code? Wartet erstmal kurz 10 Minuten ab und wenn er dann wirklich noch nicht da ist, dann versucht nochmal einen neuen Code zu senden oder wendet euch direkt an den Support von EA. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne Like und Abo da lassen und dann würde ich sagen, ich bin damit raus. Haut rein und ciao.